Jo Leute, was geht ab? Wir stehen jetzt hier, wir gehen wieder zurück. Das ist wahrscheinlich das letzte Video, was ich aufnehme, weil ich muss noch weg. Das habe ich ganz vergessen. Deswegen muss ich gleich los. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt heute mal um die Gamescom, um die Videodays. Wie viele wissen, war ich ja da. Auf der Gamescom haben mich einige gesehen und auf den Videodays habe ich ja wieder ein Interview geführt. Und ja, ich wollte einfach mal so ein bisschen darüber quatschen, wie ich das Ganze, also wie ich die ganze Veranstaltung und so sehe. Wir fangen am besten erstmal mit den Videodays an. Ist eigentlich ganz einfach, also vom Aufbau her und alles einfach ein Durcheinander wie sonst was. Also erstmal kriegt jeder Typ mit irgendwie 500 Abonnenten so ein Creator-Ding, ja. Also natürlich auf der einen Seite muss man sagen, okay, man will natürlich YouTuber so zusammenbringen und so und man soll ja auch seine YouTuber treffen, aber dann wirklich jeden anzunehmen. Also dieser Creator-Bereich ist erstmal richtig klein, ja, für die normalen Creator, weil es gab ja noch den Super-Creator-Ding da, wo die Auftritte sind. Weiter hinten, da war ich ja auch einmal kurz, das hat man ja gesehen, da hat jeder seinen eigenen Raum. Und da hattest du halt einen Raum, der vielleicht so groß ist wie zwei Räume von diesen normalen VIPs, also von den Leuten, die Auftritte haben. Und da waren ungefähr 100 Leute so. Also da war wirklich richtig eng und so. Und das ist auch einfach schon schlecht gemacht, weil man kann doch mal vorher überlegen, wie viele Leute könnten wir theoretisch hier reinlassen, wie viel nehmen wir dann an. Ja, ich meine, wenn da, was weiß ich, 40 Leute in den Raum passen, dann nehme ich keine 300 an, weil das wird dann einfach zu viel. Ja, und das ist halt ein bisschen lächerlich. Aber gut, das müssen die Videodays für sich selber entscheiden. Ich finde es cool, so haben auch kleinere YouTuber mal die Chance, irgendwie mal sich als was Besonderes darzustellen. Also mir soll es halt dementsprechend egal sein. Aber ja, trotzdem ist es halt, also finde ich es zumindest so, dass man, dass das ziemlich lächerlich ist, da so viele Leute anzunehmen. Ja, ansonsten, die Auftritte habe ich dieses Jahr leider nicht gesehen, muss ich sagen. Die habe ich verpasst, weil ich war da beim Geburtstag von JF Not Kennedy, deswegen kann ich dazu tatsächlich relativ wenig sagen. Die Autogrammstunden, zumindest für die kleineren YouTuber, die haben da draußen irgendwie so Dinge aufgestellt, so Punkte, so Meet Point Green und so, also grün, rot und blau oder so. Und da konnte man dann quasi schreiben, dass man da ist und dann konnte man da halt Autogramme geben. Das ist halt auch so ein richtig komisches Ding gewesen. Also, keine Ahnung. Ich meine, ich verstehe sowieso nicht, warum man als Zuschauer zu den Community Day geht. Also du stehst Stunden an, um dann ein Autogramm und ein Foto zu kriegen von einer Person oder so. Also keine Ahnung. Ich verstehe es einfach nicht. Wir haben auch richtig viele Leute gesehen, die da irgendwie links und rechts hier einfach rumsaßen und einfach gewartet haben. So. Also wirklich spannend war das da nicht. Auch so, bis auf dass man da die YouTuber treffen konnte, gab es vielleicht ein, zwei kleinere Sachen, die man machen konnte, aber irgendwelche coolen Attraktionen oder so gibt es nicht. Mein Gott, ein Entenangeln, ja, ein Ballon werfen, sowas wäre doch mal cool bei den Videodays. Das würde ich halt tatsächlich feiern. Ja, sowas gibt es da halt leider nicht. Ja, ansonsten, wie gesagt, kann ich nicht sehr viel zu den Videodays sagen. Was ich auf jeden Fall noch loswerden wollte, die Videodays werden immer kleiner, es werden immer weniger Karten verkauft, das sagt eigentlich jeder. Man hat auch gemerkt, dass da immer weniger los ist und da auch mal eine Frage zum Beispiel an Christoph Krachten, der das ja noch macht. So, warum haben wir da noch Beef? So, ich meine, ich bewerbe mich ja auch jedes Mal als YouTuber, weil ich finde das eigentlich ganz cool, immer wenn du zu solchen Veranstaltungen gehst. Und ich meine, ich bin ja sowieso da, also verstehe ich nicht, warum du mich nicht einfach annimmst, mich in den VIP-Bereich dann ganz normal da halt lässt. Und dann würde ich zum Beispiel schon viel weniger Scheiße bauen, als ich halt das jetzt mache, weil ich dann quasi, achso, hier geht schon wieder raus, weil ich dann quasi als eingeladener Gast halt quasi da bin. So, da muss man sich natürlich ein bisschen zügeln. So, ich kann die Videodays da nicht schlecht aussehen lassen, das kommt scheiße rüber. Dann würde ich da halt meine Interviews drehen, aber ich würde nicht irgendwie im Backstage oder so rumlaufen, sondern halt einfach ein paar Interviews machen und dann fertig. Ja, ich meine, ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, es läuft sowieso gleich ab. Nächstes Jahr werde ich auch wieder hundertprozentig reinkommen. Ja, wir haben uns auch schon einen anderen Trick ausgesucht, weil ich glaube, langsam kennen die mein Gesicht, aber dazu dann nächstes Jahr mehr. Das wird auch richtig geil. Ja, dementsprechend verstehe ich nicht, warum man da nicht einfach sagt, okay, KuchenTV, ne, man kann sich irgendwie mal aussprechen oder sowas. Und dann klärt man die ganze Sache immer, weißt du, stattdessen so, nee, wir nehmen KuchenTV auf jeden Fall nicht an. Und ich meine, wer mit Kritik nicht leben kann, wenn er mal kritisiert wurde und dann jahrelang rumheult, ist das ehrlich gesagt auch ein bisschen peinlich. Aber gut, so sind die halt. Kommen wir jetzt aber mal zur Gamescom. Auf der Gamescom war ich dieses Jahr tatsächlich nur einen Tag und ich muss sagen, das finde ich sogar schade. Also ich habe vor, nächstes Jahr mehr Tage da zu sein. Das Ding war halt, wir waren halt bis Donnerstag weg, am Freitag waren wir bei den Videodays und Samstag dann halt Gamescom. Und an sich hat mir die Gamescom wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Allerdings so, wie ich sie halt nutze. Das ist wie bei Patrick. Ja, aber das schmeckt scheiße. Aber nicht so, wie ich sie benutze. Ja, auf jeden Fall ist für mich die Gamescom zum Beispiel nichts, wo ich hingehen würde, um irgendwelche Spiele zu zocken tatsächlich. Weil klar, jetzt werden viele sagen, hör mal, genau dafür ist die Gamescom da. Ja, das ist sie, da habt ihr recht. Aber das Problem ist einfach, auch da stehst du stundenlang an, um dann 5 Minuten irgendein Game zu zocken. Ja, das ist halt, also das, weiß ich nicht, das wäre mir die Zeit einfach nicht wert so. Also ich bin da ja auch ein bisschen rumgelaufen und da waren manchmal Schlangen, da stand sogar so ein Schild ab hier 3 Stunden, wo ich mir nur so denke, hier steht jetzt 3 Stunden an, um dann 5 oder 10 Minuten irgend so ein Game zu zocken. Also das ist es doch einfach an sich nicht wert. Überlegt mal 3 Stunden. Da setzt euch jetzt mal 3 Stunden irgendwo, keine Ahnung, ins Bett und macht einfach gar nichts und wartet. Und dann geht an den PC und spielt 10 Minuten, um dann wegzugehen. Hat sich das gelohnt? Also ich glaube nicht. Selbst wenn das ein neues Spiel ist, ey, da gucke ich mir lieber Trailer an oder warte ab, bis es draußen ist. Ich bin natürlich jetzt auch nicht der Ultrazocker oder so, das muss man halt dazu sagen, aber ich finde, das ist einfach, also der Aufwand, der ist einfach nicht gleichzustellen mit dem, was man dann dafür bekommt. Was wir gemacht haben bei der Gamescom, gut, dadurch, dass wir halt YouTuber, Twitcher sind, was weiß ich, wir waren im Twitch-Backstage, da gab es richtig geiles Essen, Pizza
und belegte Brötchen und alles. Also wirklich Props an Twitch, ihr wisst genau, wie es geht. Und dann waren wir noch im YouTube-Bereich. Da haben die auch so ein Gaming-VIP-Game-Lab-Ding. Das war auch ziemlich cool, muss ich sagen. Die haben da sogar so ein Bällebad gehabt. Und nochmal sorry an YouTube, falls ihr das seht. Das war echt nicht persönlich gemeint, ja. Und zwar waren wir in diesem Game-Lab und da gab es halt so Streaming-PCs. Und ich dachte halt so, ja, nice, dann streamen wir halt eine Runde. Und ich streame ja immer auf Twitch, weil für mich ist YouTube halt einfach die Videoplattform und Twitch ist halt einfach für Stream da, so. Und dann streamen wir halt so auf Twitch und dann kommt so eine Mitarbeiterin von YouTube, hey, warum dürft ihr nicht auf Twitch streamen, was soll das denn? So richtig so, hey, was ist denn mit euch los? Und dann habe ich mir auch so gedacht, stimmt, eigentlich ist das ziemlich dumm, am YouTube Game Lab auf Twitch zu streamen, beim Konkurrenten, ne? Da mussten wir halt leider aufhören, also Props an diejenigen, die den Stream gesehen haben. Ja, es war nicht persönlich gemeint, ich habe da auch gar nicht drüber nachgedacht oder so, dass es da irgendwelche, also dass sie das vielleicht nicht so gerne sehen. Ja, aber auch da gab es wieder Essen und so weiter, das ist halt auch alles eigentlich ziemlich cool gewesen, ganz locker flockig. Ja, wie gesagt, auf der Gamescom sind wir dann halt ansonsten von VIP zu VIP rumgelaufen, haben da ja auch eine Autogrammstunde gegeben, also ich, und ich muss wirklich sagen, krass eigentlich, weil ich konnte da wirklich mal eine Stunde lang Autogramme geben und ich habe das ja nur so ganz nebenbei mal gepostet gehabt, so ja, jetzt können mich hinter Halle 8 treffen. Da war ich wirklich eine Stunde beschäftigt, also auch ein paar Trolle oder so waren auch da, die irgendwie richtig komisch waren, aber an sich eigentlich relativ nur korrekte Leute, coole Leute. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ist auch krass, weil ich habe eigentlich noch nie so eine richtige Stunde Autogramme gegeben, sonst ist das immer so, ja, vielleicht mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, aber das war doch relativ krass, auch also für mich, das mal so zu erleben, dass man doch relativ viele Autogramme dann geben muss. Das war auf jeden Fall ganz cool, hat auch Spaß gemacht. Am Ende war es tatsächlich ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. So nach der Stunde war ich dann schon so ein bisschen geschafft, musste erstmal ein bisschen runterkommen, aber das ging halt. Also wirklich alles easy, das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Aber wie gesagt, für mich ist die Gamescom halt eigentlich nur da, um Freunde zu treffen, gerade die man nicht so oft sieht. Wir drehen übrigens wieder um, weil da geht's wieder raus. Jetzt laufe ich hier die ganze Zeit hin und her, richtig dumm. Für mich ist die Gamescom einfach da, um Freunde zu treffen, so, ne? Weil ich bin zum Beispiel mit Manuel ja da gewesen, wir haben während der Gamescom Gaffi getroffen, Just Nero, Jero haben wir zufällig getroffen, also wir haben den einen Tag bei ihm gepennt, weil unser Schlafplatz hat ja abgesagt. Ja, Alblalin hier, Toni haben wir auch gesehen. Also im Endeffekt trifft man da richtig viele, Rotpilz und seine Freundin. Also wir haben da halt einfach wahrscheinlich noch mehr, aber ich werde sich alle aufzählen, weil irgendwen vergesse ich sowieso und dann ist der getroffen. Es ist halt einfach, ich finde es halt einfach cool, dann so Leute wiederzutreffen, die man irgendwann mal gesehen hat oder so. Das ist halt einfach chillig, so mit denen dann zu quatschen. Dafür ist die Gamescom für mich halt eher da, weil es ist einfach so, um ja vielleicht Kontakte zu knüpfen, um vielleicht alte Freunde wiederzutreffen. Quasi wie so ein Festival. So, da gibt es ja auch Auftritte, dann geht man halt dahin, guckt sich halt das an. Das finde ich alles 100-mal sinnvoller, als wirklich wegen den Spielen dahin zu gehen. Weil, keine Ahnung, es ist sowieso, viele Leute gehen ja auch generell nicht mehr wegen den Spielen hin, sondern gerade, weil die ganzen YouTuber da sind. Und es ist eigentlich traurig, weil auf der Gamescom sind mehr YouTuber als auf den Videodays, glaube ich. Aber auch davon abgesehen, also gerade auch an die Leute, ja, also ich finde es auch ein bisschen lächerlich, wenn es da dann wirklich Leute gibt, die eigentlich nur von Stand zu Stand laufen, weil da ein bestimmter YouTuber ist, um mit denen da ein Foto zu kriegen. Also so diese Fotohopper, die nur da sind, um Fotos zu haschen, so. Also, keine Ahnung, das ist, finde ich ehrlich gesagt, auch ein bisschen lächerlich, weil dafür ist die Gamescom für mich dann halt auch wieder nicht da. Natürlich muss das im Grunde jeder für sich selbst entscheiden, aber ob es sich so krass lohnt, da die ganze Zeit rumzulaufen, sich in die Massen zu werfen und dann versuchen, ein Foto zu haschen, das ist halt doch relativ fraglich. Auch Malternativ hat da ein richtig gutes Video zu gemacht, zur Gamescom generell, weil er war ja auch da, hatte glaube ich auch Auftritte oder so, hat zumindest auch Autogramme gegeben. Ja, da sind auch richtig komische Leute, die dann auch mal kein Foto oder sowas kriegen. Ja, es ist hart. Ne? Es ist hart, wenn man da Nein sagen muss. Ich habe auf der Gamescom auch erst so 5-6 Leuten abgesagt, weil ich hatte eigentlich erst vor, den Tag einfach mal zu genießen. Weißt du, gar nicht als Kuchen-TV da zu sein, sondern das wirklich einfach als Tim zu genießen, ja, und einfach mal ein bisschen zu gucken, was geht hier so ab und so. Aber nachdem ich dann gefühlt 10, 15 Leute die ganze Zeit erkannt haben, nur wenn ich da rumgelaufen bin, habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ey, es macht eh keinen Sinn, ob ich jetzt Fotos gebe oder nicht. Ich werde eh alle 5 Minuten erkannt. Deswegen habe ich dann halt einfach Fotos gegeben und ja, war halt dann auch in Ordnung. Also sorry an diejenigen, wo ich erst Nein gesagt habe. Also ich hatte wirklich vor, privat da einfach mal zu sein, einfach mal zu chillen. Weil es ist auch immer anstrengend, wenn du bei solchen Sachen bist. Du bist halt immer so als YouTuber da, dann die ganze Zeit, ja, können wir ein Foto machen, weißt du, auch schon Handy in der Hand. So, man geht gar nicht davon aus, dass der YouTuber Nein sagt, was eigentlich ziemlich respektlos ist. Warum kann man nicht erstmal hingehen, ey, hast du vielleicht kurz Zeit für ein Foto bitte oder so, weißt du, können wir ein Foto machen? So, nicht mal bitte oder so, da könnte man eigentlich auch drauf achten. Ich glaube, bei der nächsten Gamescom oder so, wenn ich bitte sage, krieg kein Foto, ganz einfach. Ja, weil Erziehung muss schon sein, ne? Das ist schon wichtig. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, kann ich auch nicht mehr so viel dazu sagen. Also für mich persönlich ist die Gamescom halt einfach dafür da, alte Freunde wieder zu treffen. Man kann da halt gut chillen und so. Das sind ja auch Auftritte von anderen YouTubern und so oder auch von den Ständen, die man sich halt ganz gut geben kann. Ist auf jeden Fall ganz nice so, ne? Also, wie gesagt, aber wegen den Spielen allgemein würde ich da halt nicht unbedingt hingehen, weil das wäre mir einfach, die Zeit wäre es mir halt einfach nicht wert. Ja, also ich stelle mich nicht 5 Stunden an, um dann eine Stunde wäre schön, um dann 5 Minuten zu zocken. Aber wie gesagt, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Nächstes Jahr kann man mich auf jeden Fall auf der Gamescom treffen, das ist auch schon so halb mit Darky wohl abgesprochen, dass wir nächstes Mal auch die ganze Woche dann da sind, tatsächlich, also von, ich glaube, Mittwoch ist der Ausstellertag, ne, Dienstag
Dienstag ist der Ausstellertag, also von Dienstag bis Samstag dann jeden Tag, außer vielleicht einen Tag mal wieder Videodays trollen oder so, müssen wir mal gucken. Ja, wart ihr bei den Videodays, bei der Gamescom dabei? Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze so fandet. Vielleicht findet ihr auch, dass die Gamescom sich irgendwie ins Negative verändert hat, seitdem die ganzen YouTuber da sind. Schreibt das einfach mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Boah, anstrengend, ey. Ich laufe hier schon wieder locker eine Stunde rum oder so, das ist echt anstrengend. Ja, auf jeden Fall, bis zum nächsten Video. Okay, thanks, bye.